Sorry, aber diese Liebe hat keine Zukunft. Tu dir selber einen großen Gefallen und überprüfe deine Beziehungen auf Schwachpunkte. Wir Menschen sind manchmal so erfüllt von der Sehnsucht, Teil eines Paares zu sein, dass wir sämtliche rote Flaggen nur zu gerne übersehen. Wenn es von Anfang an klemmt und hakt, reden wir uns ein, dass das mit der Zeit schon besser werden wird. Und was uns nicht passt, kann ja immer noch passend gemacht werden, oder? Fakt ist, die Liebe muss einfach und unkompliziert sein. Sobald wir kämpfen müssen und jedes Date ein Tanz auf dünnem Eis ist, gibt es keine wirkliche Zukunft. Willst du eine Perspektive mit jemandem? Oder willst du bis ans Ende dieses Schreckens deine ganze Kraft und Energie in einen Menschen investieren, der dich nicht wirklich in seinem Leben haben möchte? Wir stellen dir in unserem heutigen Video einige Warnsignale vor, die dich sofort die Flucht ergreifen lassen sollten. Nummer 1. Dein Bauchgefühl will dich warnen. Vertraue deiner Intuition, wann immer es um Menschen und Gefühle geht. Sie weiß so viel mehr als dein Verstand. Vor allem aber lässt sie sich nicht vom Wunschdenken deines Herzens leiten. Was dort nämlich als perfekte Romanze registriert wird, sieht dein Bauchgefühl um einiges kritischer. Es hat sozusagen den Überblick über die Gesamtsituation, für den deine Verliebtheit dich absolut blind macht. Nummer 2. Die Verantwortung lastet nur auf dir. Finger weg von Erwachsenen, die sich ihrer Verantwortung nicht stellen wollen. Egal ob Beziehungsarbeit oder Schuldfrage. Wir sind in der Pflicht für alles, was sich in unserem Leben ereignet. Wer alles nur auf andere abwälzt und den Kopf konsequent aus jeder Schlinge zieht, hat den Sandkasten nie verlassen. Nummer 3. Es gibt Geheimnisse und Tabus. Hüte dich vor Partnern, die eine Mördergrube aus ihrem Herzen machen. Wer dich nicht an seinem Leben teilhaben lässt, hat etwas vor dir zu verbergen. Skeptisch solltest du unbedingt werden, wenn ihr euch immer nur bei dir trefft, du weder Familie noch Freunde kennenlernst oder Fragen über ihre oder seine Vergangenheit ausweichend beantwortet werden. Gibt es gar Tabus, die nicht angesprochen werden dürfen, hast du hier nichts verloren. Nummer 4. Er ist anderweitig gebunden. Ja, natürlich sind aus heimlichen Affären auch schon Liebesgeschichten mit Happy End entstanden. Die Statistik spricht allerdings dagegen. Beachte dabei unbedingt, dass Menschen Wiederholungstäter sind. Wer mit dem Fremdgehen und Betrügen einmal durchgekommen ist, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach wieder tun. Vom Betrüger zum Betrogenen ist es nur ein schmaler Grat. Nummer 5. Alles hat Priorität, nur du nicht. Was willst du in einer Beziehung, die dir keinen Platz einräumt? Wenn deine neue Flamme für jeden und für alles Zeit erübrigen kann, nur für dich nicht, verschwendest du die deine. Gerade die Phase des Frischverliebtseins bringt es üblicherweise mit sich, dass wir gar nicht voneinander lassen können. Verlässt dich jemand jetzt schon, kannst du genauso gut Single bleiben. Nummer 6. Du kannst bei ihm nicht du selbst sein. Augen auf, wenn jemand versucht, an dir herumzuerziehen oder dich gar optimieren und nach seinen Wünschen formen will. Ihr habt euch einmal kennen und lieben gelernt. Was hat sie oder ihn damals an dir fasziniert? Wenn es zu wenig war oder das Falsche, wieso seid ihr dann überhaupt zusammen? Bleib du selbst um jeden Preis. Niemand darf uns unsere Einzigartigkeit nehmen, nur um seinen Erwartungen zu entsprechen. Nummer 7. Eure Lebensziele sind nicht dieselben. Welcher Weg soll es denn für eine Partnerschaft sein, wenn nicht der in eine gemeinsame Zukunft? Wenn du nur Spaß, einen prickelnden Flirt oder pure Leidenschaft suchst, sind gemeinsame Ziele sicher vernachlässigbar. Bist du aber bereit für mehr, müssen eure Vorstellungen vom Leben übereinstimmen. Nummer 8. Egoist ist dein zweiter Vorname.
eine Partnerin oder einen Partner, deren ganzes Universum ausschließlich um sie und ihre Bedürfnisse kreist, ist schwere Kost und selten alltagstauglich. So etwas wie Gemeinsamkeiten oder Kompromisse sind mit ihnen kaum möglich. Lass es bleiben, wenn sich in einer Beziehung alles nur um eine Seite dreht. Hier ist Demokratie angezeigt, keine Diktatur. Nummer 9. Er outet sich ganz offen als beziehungsunwillig. Glaube Männern unbedingt, wenn sie dir rundheraus gestehen, kein Interesse an einer festen Beziehung zu haben. Sie meinen das so und sagen es nicht, um sich interessant zu machen. Sie warten auch nicht auf jemanden, der sie bekehrt, rettet oder ihnen den rechten Weg zeigt. Sie wollen Spaß, mehr nicht. Willst du das auch? Gut. Wenn nicht, such weiter. Nummer 10. Eifersucht steht an der Tagesordnung. Die Grenzen zwischen gesunder und ungesunder Eifersucht sind recht deutlich zu erkennen. Sobald sich das Verhalten von jemandem zu Kontrollzwang in unerträglichem Maß steigert, musst du die Segel streichen. Solche toxischen Verhaltensweisen enden bedauerlicherweise niemals gut. Nummer 11. Er ist ein emotionales Wrack. Geschieden, pleite, vom Leben gezeichnet, vom Schicksal verraten, vom Glück verlassen. Wenn das die Leidensgeschichte deiner jüngsten Eroberungen aller Kürze zusammenfasst, geh. Du bist niemandes Krankenschwester oder Therapeut, keine Hilfsorganisation und kein barmherziger Samariter. Wenn du Gutes tun willst, engagiere dich ehrenamtlich, aber widme nicht dein kostbares Liebesleben einem Sozialprojekt. Unser heutiges Fazit: Entscheide dich im Zweifelsfall lieber für dich. Dein Seelenfrieden und deine geistige Gesundheit sollten es dir wert sein, nicht jeden in dein Leben zu lassen, nur weil er gerade verfügbar und du einsam bist. Die Not und die Verzweiflung sind die schlechtesten Kuppler aller Zeiten. Sie treiben uns direkt in die Arme von menschlichen Notfällen. Sind Partner vollkommen hilflos ohne andere, grundlos eifersüchtig oder geben frank und frei zu, an einer Beziehung kein Interesse zu haben, lass die Finger von ihnen. Sie sind ideale Projekte für Menschen mit einem ausgeprägten Helfersyndrom, aber niemand, mit dem du dir eine Zukunft aufbauen kannst. Vorsicht geboten ist auch bei Menschen, die Geheimnisse vor dir haben, dir keinen Ehrenplatz in ihrem Leben einräumen möchten und dich in eine Rolle zwingen, die mit deinem Selbst nicht mehr viel zu tun hat. Das wichtigste Warnzeichen aber sollte ein ungutes Bauchgefühl sein. Wenn es sich nicht absolut richtig anfühlt, ist es falsch. Merk dir eine einfache Faustregel für die Liebe. Zweifel bedeuten immer Nein. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!